Eine Aufnahme vom 5. Dezember, das ist noch wichtig, damit man das vielleicht weiss, damit wir auch genau wissen, wenn dann bei Sonnenbräu wieder neue Sorten entstehen, wenn wir das aufgenommen haben. Sonnenbräu 1891, gegründet in 5. Generation, das erste Mal eine Frau, bei mir jetzt eben Claudia Graf. Graf bleibt Graf, aber wir können uns sicher noch erinnern, 1891, der Eduard Gemeinderat schreibt, Gemeindepräsident, glaube ich, sogar gewesen, im Hotel Sonnengab hat es geheissen, gell, ist er Landwirt gewesen. Und so hat es, glaube ich, angefangen, oder Claudia? Ja, genau. Also er hat das Restaurant zur Sonne ein Jahr vor 1890 gekauft und hat dann im 91 hier angefangen, Bier zu brauen. Das Restaurant gibt es immer noch, oder? Nein, das Restaurant gibt es nicht mehr. Respektive, wir hocken so ziemlich dort, wo jetzt das Restaurant einmal war. Da musste leider aus Platzgründen weichen, weil sie ist zumindest auf der Baufläche gestanden. Eben, so habe ich es auch gemeint. Also bei euch kann man auch natürlich vor Ort, gell, kann man Bier kaufen. Also im Grunde gibt es das Restaurant für grössere Form immer noch das Bier, immer noch, oder? Selbstverständlich. Also bei uns kann man sogar nicht nur Bier kaufen, sondern auch alle möglichen anderen Getränke. Und da kann man herkommen, oder? Zum kann man herkommen. Direkt zu uns, an die Rampe her und kann dort ein Haras Bier, ein Haras Mineralen, vielleicht einen feinen Wein. Und wenn man noch einen Schnaps will, findet man den auch noch bei uns. Hoppla, jetzt wird es aber ganz sportlich. Also Sonnenbräu hat nicht nur Bier in diesem Fall, he? Nein, wir haben über 450 Handelsprodukte, die man bei uns kaufen kann. Von Süßwasser, Saft, eben Wein, verschiedene, so die gängigsten Spirituosen. Kann man bei uns auch ab Rampen direkt an Posten kommen. Ist das jetzt durch dich entstanden oder war das deine Idee gewesen, oder war es schon vorher gewesen, beim Arnold? Wir haben, was Wein und Spiritosen anbelangt, ein bisschen ausbauen in den letzten Jahren. Das ist aber nicht unbedingt jetzt durch mich entstanden, sondern das ist im Zusammenarbeit natürlich entstanden. Und wir wollen einfach breit abgefächert sein. Du bist hier natürlich aufgewachsen mit dem ganzen Bierhandel, mit dem Bierbrauen usw. Hast du schon immer gedacht, du machst mal so etwas? Nein, das wäre jetzt gelogen. Also als Kind hätte ich mir jetzt auch nicht recht vorstellen können, was in dieser Brauerei überhaupt passiert und wie es da überhaupt zu und her geht. Sich richtig so vorstellen können, was wirklich heisst, so einen Betrieb führen, da musste ich schon noch ein bisschen älter werden. Aber jetzt bist du natürlich nicht nur Geschäftsleiter, sondern du verstehst selber etwas vom Brauen. Du kannst selber brauen, oder? Ja, ich habe mir Mühe genommen, um authentisch auch das Bier zu verkaufen, dass ich eben auch weiss, wie Bier hergestellt wird. Und bin darum auf München und habe dort Braumeister studiert. Du trinkst selber auch Bier? Ich trinke selber sehr gerne Bier. Hast du Lieblingsgetränk oder trinkst du lieber ein Mineral oder hast du das in Augenaufschlag gemacht, hast du studieren müssen? Hast du auch ja gerne Wein oder so? Nein, also gerade das Durstlöschen bevorzuge ich schon Bier. Ich habe schon gedacht, du willst mich jetzt fragen, was für ein Bier? Nein, es nicht. Es beantwortet ist manchmal noch etwas schwierig, weil wir haben so viel Verschiedenes. Aber klar, wenn es heiss ist, auch gerne mal einen Schluck Wasser oder zum feinen Essen mal einen Schluck Wein. Das ist ohnehin so eine Geschmackssache. Ich denke immer, meine Frau hat sich darauf filmen, die ist Kärntnerin, dort trinken sie einfach den Reininghausen, Buntigammer und so weiter. Und wenn sie zu uns kommen, dann würden sie ein anderes Bier fast nicht anrühren. Wenn sie so lange getrunken haben, sind sie sich daran gewöhnt. Das ist auch eine Gewöhnungssache, auch, oder? Das Bier, das man halt trinkt. Es ist schon so, dass ein Bier ist sehr ein emotionales Produkt. Oft bleibt man dieser Marke treu, die man von klein auf kennt, wo man sich irgendeinen Bezug dazu aufbaut. Und das ist uns auch enorm wichtig. Wir sagen immer, Bier braucht Heimat. Wir versuchen, unseren Bier zu trinken, ein kleines Stück Heimat zu verkaufen mit unserem Sonnenbräu. Das haben wir geschafft, auch durch einen Fanclub, überhaupt durch die ganze Bindung da. Man muss darf nicht vergessen, es waren 34 Brauereien im Rheintal, kleinere natürlich. Ihr seid übrig geblieben. Wahrscheinlich auch nicht zuletzt wegen dem, weil ihr ihnen auch ein Stück Heimat gegeben habt. Ja, es waren natürlich schwierige Zeiten dort, gerade wo die Brauerei gestorben ist. Das waren oft Kriegszeiten, das war eine Übermacht von grösseren Betrieben. Und ich glaube, man sagt, was wir so festgehalten haben bei uns, der Grund war, dass meine Vorfahren sehr viel auf Qualität gelegt haben. Auch einmal, früher waren Bier noch nicht so lange haltbar. Man hat vorher mal etwas weggeschüttet, dass man noch etwas verkauft hätte, das nicht mehr den Idealen entsprochen hat. Der Eduard, der Gründer, hat immer gesagt, das beste Bier, wie du sagst, war das frische Bier. Weißt du noch, wie hat er das angefangen? Das ist ja wahrscheinlich dein Ur-Ur-Ur-Grossvater, oder? Nehme ich an. Das ist mein Ur-Ur-Grossvater. Hat zweimal genau. Ur. Ja. Jetzt müssen wir auffassen, gell? Ja, er, dort mal, wo man sich vorstellen, hat das Bier manchmal nur 2-3 Tage gekippt. Aha. Und nachher ist es manchmal gekippt oder sauer geworden. Und da wollte man eben schauen, dass man ein frisches Bier ausgeschenkt hat. Und auf das hat er sehr viel Wert gelegt. Also frisches Bier, das war eigentlich im Wasser, oder?
Nein, das Wasser war ja gekocht. Man hat mehr auch einfach vom Gärungsprozess her hat man Mühe gehabt, um das stabil herzukriegen. Und dann hat er einfach hat daheim eigentlich gebraut. Das hat er in seinem Landwirtschaftsbetrieb einfach, oder in dem Hotel, hat er, also Sonne, Restaurant Sonne, hat er das im kleinen Ausmaß angefangen? Ja, im Keller vom Saal hat man die Brauerei eingerichtet, zuerst mal. Menge Firmen, gell? Ist das so ein Garage aus oder aus dem Keller entstanden? Aber ihr habt euch gehalten, he? Ja. Ja, wir haben Freude daran, ja. Schön, dass es so geklappt hat. Dann ist ja dann, um die Geschichte ein bisschen weitermachen, der Erste Weltkrieg gekommen, oder? Dann haben dort der Walter und der Arnold doch grosse Probleme gehabt, natürlich. Eben Weltkrieg, dann hat man wahrscheinlich da die Ross und fast alles müssen für sie eingezogen worden. Also hat man dann gerne nicht mehr viel können machen. Aber nachher ist es dann gleich wieder gekommen. Wie ist denn das gegangen, dass man sich wieder können retten? Ja, wir haben uns während des Krieges ein bisschen gerettet in die Landwirtschaft. Bier verkauft hat man fast keine mehr. Man hatte riesen Nöte wegen Rohstoff. Manchmal, im Zweiten Weltkrieg ist auch so durch die Generalmobilmachung der Armee, dass man Pneu abgeben musste, dass man Korn lagern musste als Kriegsreserve. Wir hatten zwar Rohstoff, aber wir haben damit Biertöre brauen. Oder wir haben nur sehr schwaches Biertöre brauen, das nicht beliebt war bei der Kundschaft. Und so hat man sich gerettet durch andere Weise. Wir haben zum Beispiel bei uns in den Keller Chicorée abgepflanzt. Chicorée hat dient als Kaffeeersatz, weil Kaffeebohnen sind natürlich durch das Importieren auch viel zu teuer und zum Teil auch gerne nicht mehr erhältlich. Also hat man mit Chicorée Kaffeeersatz produziert und hat auch Hähnäpfel abgepflanzt in der Landwirtschaft. Und so hat man es geschafft, um die Zeit zu überbrücken. Und nachher ist es wieder gekommen, oder? Also eine Menge andere hätten das Zeug einfach hergefallen. Aber es ist auch ein Durchhaltewille, oder? Wo es war ein grosser Durchhaltewille, weil die beiden Söhne haben halt ihrem Vater versprochen, das dass sie durchhalten. Das sind die Walter, ja? Das ist der Walter und der Arnold. Genau, ja. Das sind die Söhne vom Gründer und die haben ihm versprochen, dass sie durchhalten. Und man muss aber auch sagen, dank der Witwe, also der Ehefrau vom Gründer, die hat auch viel investiert in die Brauerei und hat auch dafür gesorgt, dass wir haben da durchgekommen sind. Also schon damals, gell, eine starke Frau dahinter, aber so zu vorderst führen hat man sie damals noch nicht gelassen. Die Zeit noch nicht reif gewesen. Ja, wir haben eine Tonaufnahme, wo Arnold erzählt, wie sie immer am Feierabend haben müssen zur Mutter und ihr erzählen, wie der Tag war. Eine Mutter, die sich einfach um die Familie gekümmert hat, wie es damals genau so war und hat auch ein bisschen den Hinterhalt gesichert hat. So. Mhm. Nachher ist wieder ein Eduard gekommen, oder? Also ein Enkel vom Gründer Eduard, oder? Genau. Und der hat es wieder ein bisschen aufgebracht, oder? Ja, das waren natürlich schöne Zeiten. Jetzt gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg ist es stark aufgegangen. Man hat, den Leuten ist gut gegangen, man hat können investieren, wir konnten unsere Brauerei laufen können, erneuern. Wir haben es geschafft, um immer bei den modernsten Technologien dabei zu sein und so auch kostengünstig und effizient produzieren. Und dann hat es irgendwann ja auch Einwegbier gegeben. Also wie hat man früher das Bier verkauft? Ja, ganz früher haben wir noch so schwere Holzkisten gehabt. Da waren 25 Flaschen in einer Kiste, die hatten noch Fächer, was das Ganze umso schwerer gemacht hat. So eine Kiste hat über 50 Kilo gewogen. Also was Fächer? Wie? Also eine Kiste, die so abgedrängt war mit lauter Fächern, wo dann die einzelnen Flaschen drin gestanden sind. Und das war natürlich wahnsinnig schwer. Dickes Holz und dick und stabil und die Fächer waren auch noch schwer. Und dann hat so eine Kiste hat dann über 50 Kilo gewogen. Darum sind die Bierbrauer so stämmige Leute. Mein Vater hat mich mit einem geschüttet. Das Buchs haben wir auch noch gehabt. Zierfass und Locher natürlich. Und der hat beim Zierfass geschafft. Ein stämmiger Kerl, oder? Im Schutten sind alle verspickt, wenn er gekommen ist, oder? Hat er einen speziellen Namen gehabt? Hacker hat er geheißen. Aber die sind sich natürlich gewöhnt gewesen, gell? Also so die Schleppereien natürlich. Ja, das ist schon so. Also, es war kein Zuckerschlecken. Natürlich, in vielen Produktionsbetrieben hat man richtig drauf körperlich. Weil heute durch viele Automationen wesentlich erleichtert worden ist. Und dann sind dann eben da die Päckchen gekommen, auch die kleineren Flaschen, die 0,3er. Oder wenn, gibt es schon lange eigentlich? Also, Kunststoff-HRS sind einmal als erste gekommen, so um die 1970 rum. Ja. Hat man dann das erste Mal so Kunststoff-HRS gehabt. Und das hat natürlich wesentlich erleichtert. Das Gewicht hat natürlich extrem abgenommen. Und daraufhin hat man dann das erste Mal so Kartonverpackungen gehabt. Und dann habt ihr, weißt du, wie viele Bier habt ihr denn dort gehabt? Also die bekanntesten sind wahrscheinlich so Bock, oder? Oder was ist denn bei euch das bekannteste Bier? Ja. Also man hat zu allen Zeiten immer am meisten Lagerbier getrunken. Lagerbier, ja. Also an dem hat sich nichts geändert. Wir haben heute noch über 80% Lagerbieranteil. Seit 1975 ungefähr haben wir aber angefangen, Spezialitäten zu brauen.
und haben dann auch immer mehr, immer einen grösseren Flaschenanteil gehabt. Früher hat man ja immer nur viel Fassbier verkauft, viel direkt in die Gastronomie geliefert. Zunderbräu hat schon relativ früh viel Flaschenanteil gehabt. Erstens mal, weil man viele Spezialitäten nur in den Flaschen abgefüllt hat. Das hat ich unterbrochen, Entschuldigung. Also Fassbier sind Holzfässer drin, hat man das so verkauft früher? Früher hat man natürlich Holzfässer. Alles Holzfässer. Alles Holzfässer. Und die hat man auch ausschwefeln? Die hat man müssen, ja, eine Art ausschwefeln und hat die Fässer müssen, das in die Fässer reingeschüttet und hat gerollt. Genau. Und hat sich dann gleichmässig müssen verteilen und hart werden. Weil im Gegensatz zum Wein will man ja die Holzstoffe und die Gerbstoffe nicht im Bier haben. Die Fässer hat man sie dementsprechend dann müssen reinigen. Das ist eine schwierige Sache. Das ist heute sicher einfacher, oder? Das ist heute natürlich wesentlich einfacher. Heute wird das maschinell übernommen. Wir haben in der Sonnenbräu nur noch zylindrikonische Tanks, auch Lagertanks, keine liegenden Tanks mehr, die man reinkriechen muss und von Hand schrauben, sondern wir haben alles zylindrikonische Tanks, die auch optimal sind, wie sich die Hefe unten absetzen kann und auch von unten abgezogen werden kann und auch ganz ideal zum Reinigen und einfach auch mikrobiologisch sauber behalten. Da ist einfach die automatisierte Reinigung einfach effizienter und neuer, als wenn man von Hand reinigen muss. Du weißt, so viel, das ist halt so wichtig für eine Geschäftsleitung, oder ist das vonnöten, oder du hast es einfach immer wissen? Ich glaube, je mehr dass man weiss, desto besser. In allen Bereichen natürlich. Aber mir war schon ein grosses Anliegen, dass auch das Thema Bier, Produktion etc., dass ich da mindestens mitreden kann. Wann haben wir angefangen mit dem Leichtbier? Das haben wir auch ziemlich früh schon gemacht, oder? Ja, wir waren die erste Brauerei in der Schweiz, die ein Leichtbier hatten. Und zwar war das 1979. Ja, was heisst denn so Leichtbier? Was bedeutet das genau? Leichtbier bedeutet, dass man im Sudhaus mit relativ einem geringen Malzanteil eine Maische herstellt und dann eine Würze herstellt, die im Vergleich wenig Stammwürze hat. Stammwürze bedeutet in dem Sinn der Zuckergehalt. Man misst den in Gran Plato und kann dann umrechnen, wie viel Zucker das sich da ergibt, wie viel Alkohol das dann nachher kann entstehen durch die Vergärung mit der Hefe. Und das Leichtbier hat jetzt einfach ein weniger Alkohol? Genau, das Leichtbier hat einen geringen Stammwürzeanteil, ich glaube etwa bei 9%. Und denke, entsteht auch weniger Alkohol. Und trotzdem ist es ein ummanteltes Aroma. Es ist vollmundig, es ist umschlossen. Es ist ganz anders, als wenn man jetzt in einer Beize eine saure Stange bestellt, die mit Wasser gemischt ist. Also das normale Bier hat etwa 4,8 Promille und das Leichtbier dann um die 3 herum. Kann man sich das so vorstellen? Ja, es hat 2,8. Ja, ja. Und dann gibt es auch völlig alkoholfreies Bier. Schmeckt denn das auch gleich oder ist das einfach kein Bier mehr? Für dich jetzt auch. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Bier. Bei uns, unser alkoholfreies Bier wird hergestellt aus Lagerbier, fertigem Lagerbier, das entalkoholisiert wird. Wie geht das? Also man braucht zuerst ein normales Lager mit 4,8 Volumenprozent und tut es anschliessend entalkoholisieren. Aha. Und das macht man mit einem Umkehrosmoseverfahren. Wo man den Alkohol so entzeugen kann, ohne Einwirkung von thermischen Mitteln und ohne eine sogenannte gestoppte Gärung, die oft so einen süßlichen, pappigen Geschmack ins Bier gibt. Das gibt es heute ganz moderne Verfahren. Das ist hochkompliziert, ne? In dem Fall. Ziemlich, ja. Ja. Ist denn überhaupt Bierherstellung etwas Kompliziertes? Also, weißt du, ich frage es nur darum, weil letztens hat mir ein Kollege zurückgemailt und mir etwas geschickt hat. Er sagt noch, dass er ein Bier braucht. Er denkt, das ist eine lockere Sache, aber das ist nicht so. He? Das ist jetzt noch eine schwierige Frage. Ich sage es jetzt mal so, irgendein Bier in irgendeiner Qualität zu brauen, das ist nicht sehr kompliziert. Kompliziert wird es dann, wenn ein Bier gewisse Anforderungen muss entsprechen muss. Das ist erstens mal die Haltbarkeit. Das ist eine gleichbleibende Qualität und da sind die Ansprüche auf irgendwelche Fehlkomponenten oder wünschenswerte Komponenten, die man in diesem Bier haben will. Und das macht es zur Kunst. Wie lange geht es denn, bis ihr so Bier kreiert habt und auf den Markt bringt? Und das ist sehr unterschiedlich. Da kommt ganz darauf an, ob wir einfach schon wissen, was wir wollen. Manchmal weiss man es noch nicht genau und dann muss man es noch zuerst noch ein bisschen herausfinden. Und das kann je nachdem schon viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn man aber ganz genau weiss, was man will, dann ist es an sich, kann da sein, dass das relativ schnell geht. Aber wo schrübelst du denn? Beim Hopfen, beim Malz, bei der Gerste, beim Mais oder wo, beim Anbau?
bei uns ist es meistens so, dass man zuerst einmal entscheidet, es entsteht eine Idee, die heisst, beruht sich oft auf den Alkoholgehalt, auf die Farbe, auf die Aroma und natürlich dann auch auf das optische Design, wie das Bier soll, daherkommen soll. Weil es ist heute auch sehr wichtig. Und da kann man alles beeinflussen? Da kann man alles beeinflussen. Aber eine riesige Probe. Durch verschiedene Rohstoffe. Ja. Wir haben das Malz. Mit dem Malz setzen wir mal fest, was für eine Farbe hat das Bier. Dunkles Malz gibt ein dunkles Bier, helles Malz gibt ein helles. Dann gibt es so ganz viele verschiedene Spezialmalz, wie zum Beispiel beim Bützer. Da verwendet man das Melanoidin-Malz, wo Röstaroma noch ans Bier abgibt. Dann gibt es zum Beispiel Münchner Malz oder es gibt Cara Hell, wo noch so leichte Karamellnoten, fast wie man überspitzt jetzt ausdrückt, noch so ein bisschen abgibt. Und da kann man schon mal viel spielen, rein mit Aroma. Und dann, je nachdem, wie viel das man von welchem Malz gibt, desto mehr höher ist wieder der Stammwürzegehalt oder eben der Zuckergehalt, desto mehr Alkohol entsteht nachher im Bier. Dann habe ich weitere Rohstoffe, den Hopfen. Da gibt es unzählige verschiedene Aromahopfen. Es gibt Hopfen, die so ein bisschen fruchtigere Noten abgeben. Es gibt Hopfen, die blumig mehr sind. Und dann gibt es derige, die sind einfach nur bitter. Bitterstoff ist sehr willkommen im Bier, gehört auch dazu. Und da kann man natürlich auch ganz breit und viel spielen. Aber wie macht ihr das? Tüftelst du da umeinander? Oder wer macht denn das? Also, ich stelle mir das extrem kompliziert vor, oder? Ja, da ist es, da ist es. Da muss man ganz viele verschiedene Versuche. Und auch, man tut sich natürlich auch mit den jeweiligen Produzenten und Herstellern sehr intensiv unterhalten. Man tut auch immer oft auch mit anderen Brauereien, wo man gute Zusammenarbeiten pflegt, auch sich regelmäßig austauschen, vielleicht auch über einen gewissen Rohstoff, der vielleicht meine Art schon eingesetzt wird. Also ich sage mir immer, da darf man nicht scheu sein, da muss man auch mal über die eigenen Teller raus schauen. Und wenn du jetzt so etwas probierst und dann hast du einen ganzen Sauzheimer und so weiter, kann so passieren, dass alles muss mehrfach fortgehen, bis du es mal auf den Markt bringst? Es darf eben nicht passieren. Aha. Dann muss man eben vorher dann schon wissen, wann man dann schlussendlich einbraut. Also machst du zuerst in kleinen Mengen den Test? Genau, es gibt einfach so verschiedene Tests, die wir in der Lage sind zu machen. Aber der richtige Sud, ja, und so, wie es richtig rauskommt, das sieht man erst, wenn man in der grossen Pfanne selber braut. Und das sind halt 9600 Liter. Und die wegleeren, es tut dann schon weh. Das sind die Kässe, die wir vorher gefilmt genau haben. Wie heisst du denn? Genau, Sudhaus. Sudhaus. Jetzt haben wir 3 gefilmt. Lune hat es 1, oben hat es 2. Und bei einem hast du etwas Spezielles gesagt, wo oben so einen Knopf hat. Was ist das? Das ist ein Schoko. Schonkochverfahren. Aha. Da wird unter Druck gekocht. Das sogenannte Zweiwerk-Sudhaus, wie wir hier unten haben, das besteht aus der Maischepfanne. Dort können wir die Maische herstellen und die Würze kochen und den Hopfen dazugeben. Da findet bei uns aber das Kochen nur bei 98 Grad statt. Da können wir ein bisschen Energie sparen. Wie richtig gekocht wird nachher im Schoko, wo man unter Druck kocht und so viel Energie kann sparen. Also können wir immer nur ein Bier machen, oder? Nehmen wir an, pro Arbeitsgang? Wir können immer nur ein Bier herstellen pro Arbeitsgang. Pro Tag sind da 3 verschiedene Süd. Das Sudhaus arbeitet vollautomatisch, dort arbeitet grundsätzlich niemand mehr. Dort geht man nur noch vorbei, wenn irgendeine Störung wäre oder einmal in der Woche, wenn man noch, händisch reinigt oder kontrolliert. Eigentlich jammer schade, dass das der Urgroßvater nicht alle kann sehen kann. Wie das war. Ja, ja. Früher war es definitiv anders. Ja, ja. Bei euch hebt es. Also weißt, ein Haufen Geschäfte gibt es ja auch. Jetzt nicht aufs Bier beschränkt, aber ich habe selber mal so Fernseher und Computer und so verkauft, hat man einen grossen Gewinn gehabt. Inzwischen ist alles am Boden. Wie ist es denn mit dem Bier? Also weißt, mit der Rendite, mit dem Markt, ist das noch etwas, was noch gut ist? Oder ist es auch ja, so ein bisschen niedergängig? Also wenn man reich werden will, dann sollte man vielleicht etwas anderes machen als Bier verkaufen. Der Markt ist sehr hart. Es wird gekämpft um jeden Liter, der verkauft wird. Es ist ein Verdrängungsmarkt. Der Bierkonsum stagniert. Man muss sich etwas anderes einfallen lassen, damit man keinen Marktanteil dazu gewinnen. Wenn ich jetzt jeden Abend 0,3 Bier trinke, ist das etwas, was gefährlich ist für mich? Ich das selber sage, ist da immer ein bisschen frech. Am besten lässt man mal ein bisschen bei Google tut man mal eingeben, selber mal ein bisschen nachlesen, weil man sagt wirklich, 1 Liter pro Tag für einen Mann hat noch gesundheitlich positive Wirkung. Das wollte ich hören, weil ich mache es nicht mehr. Dann lese ich jetzt nicht mehr, sonst lese ich etwas Falsches. Jetzt vielleicht einfach mal also die letzten 2-3 Fragen. Also, du bist jetzt, seit wann bist du jetzt Geschäftsleiterin?
Seit 2012. Also ist gleich schon eine Weile. He? Hat man die zum Vornherein, hast du das Gefühl gehabt, ernst genommen, wahrgenommen, akzeptiert, respektiert, wertschätzt? Mit Sicherheit nicht. Nein, ich glaube, das ist wie überall, wenn so ein Wechsel stattfindet. Der Respekt, den muss man sich verdienen. Das ist mir auch wahnsinnig wichtig, dass ich mir den können von den Mitarbeitern, aber natürlich auch von den Kunden verdienen. Und ich glaube, das muss man jeden neuen Tag auch aufs Weitere so machen. Man kann sich da nicht zurücklehnen und meinen, man hätte jetzt alles geschafft. Ich bin noch sehr jung, ich will noch sehr viel erreichen und ich tue mich da gerne zurücklehnen. Hast du das nie bereut, dass du übernommen hast? Also ein riesen Krampf ist es ja, gell? Und wie gesagt, hast du das Geld verdienen, hättest du eine Antwort wesentlich leichter machen können. Ja, wesentlich, das ist jetzt schon hart, aber nein, es ist ja so, dass man da muss ein bisschen drauf gehen muss. Man muss auch ein bisschen eine dicke Haut haben, es läuft nicht immer alles wie im Schnürli, aber wir können eigentlich nicht klagen, die letzten Jahre ja schon. Wir sind sehr gut angesehen hier im Rintel und haben auch die letzten Jahre immer ein bisschen zuschlagen können. Und von selbem her, nein, ich habe es überhaupt noch nie bereut. Das heisst, ich muss das noch sagen, die Mitarbeiterinnen, die ich gefragt habe, haben mir gesagt, mit dir sei auch ein neuer Schwung gekommen. Die haben dir also sehr hohe Kompetenz und Akzeptanz zugesichert. Da muss ich es auch doch mal sagen. Und ich denke mir, das erfährst du schon auch jetzt inzwischen, oder? Ja, ich glaube, selber erfährt man das meistens am wenigsten. Dann weisst du jetzt. Aber umso schöner ist es, von dir zu hören. Ja. Was wäre so dein grösster Wunsch so für die Zukunft? Also jetzt im Zusammenhang natürlich ja, mit der Sonnenbrau, ja. Also unser grösstes Unternehmensziel ist, unabhängig zu bleiben, ist können uns weiterhin gut auf dem Markt können zu positionieren. Dein Vater und so, der hilft noch mit? Also mein Vater ist immer da, wenn ich ihn brauche. Immer mit Rat und Tat. Klar hat er sich jetzt angefangen zurückzuziehen. Und der Dörrenrauen hat er verdient. Er hat viele Jahre sehr schwer gearbeitet. Und ich glaube, ich komme ganz gut zu schlagen. Aber es ist natürlich ein sehr schönes Gefühl zu wissen, dass er mir eben mit Rat zur Seite steht. Dann habt ihr so, ihr macht Führungen, dann habt ihr so einen oberen Raum, oder? Wo man auch ein Bier probieren kann, wo man auch einen Film anschauen kann und so weiter. Und dann steht er jemand mal dort. Also man merkt schon, er ist noch verbunden, oder? Mit der Sonnenbrau. Ja, er ist natürlich Verwaltungsratspräsident von unserer Brauerei. Also er ist nicht nur emotional verbunden, sondern natürlich auch fest. Auch noch ins Geschäft verbunden. Und ich glaube, er macht das auch immer noch sehr gern. Ah, da weiss ich schon, Verwaltungsratspräsident. Aber dass er da oben steht, wenn es Gäste können. Wir sind ja auch in der Lehre da gewesen, so, da hat man eine Studie da oben gestanden. Das ist ja nicht selbstverständlich, gell, dass ein Verwaltungsratspräsident, der sich auch ein bisschen zurücklehnen kann, dort steht. Ich glaube, das macht es vielleicht schon aus, dass es du, er, überhaupt die ganze Familie so ein bisschen dahinter steht, oder? Ja, ich denke, da ist eben das Herzblut und das ist sehr intensiv, sowohl bei meinem Vater als auch bei mir. Wir stehen wirklich voll und ganz hinter der Brauerei und wir sind uns für nichts schade. Und wenn halt irgendwo noch eine Arbeit anfällt, dann machen wir die.